willkommen, schönen guten Abend zur Pressekonferenz vom heutigen Verzahnungsrundenspiel zur Qualifikation Playoffs Höchstädter EC gegen TSV Peißenberg. Von den Gästen darf ich den Randy Nie begrüßen. Herzlich willkommen. Von uns ist wie immer Daniel Junder da. Aber das erste Geldwort bitte an den Trainer. Randy, deine Einschätzung. Ja, hallo, servus beinahe. Ja, zum Spiel heute. Wir haben gewusst, was kommt auf uns zu. Wir haben uns dementsprechend vorbereitet für das Spiel. Und ich muss sagen, im Grunde genommen haben wir von den ersten vier Toren haben wir drei hergeschenkt. Und bin in der Kabine gegangen und habe gesagt, Jungs, eigentlich haben wir sechs Tore hergeschenkt, weil die drei klare Chancen, die wir haben gehabt, haben wir Tore schießen sollen. Und dann war das Spiel vielleicht eng. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Hut ab zu meiner Mannschaft. Wir haben gegen Hochstadt gut gekämpft, wir haben gegen die Schiri gut gekämpft. Und mehr kannst du nicht tun. Du bist wenigstens gegen eine Eishockey-Mannschaft hast du eine Chance. Wenn die Schiri ist auf seine Linie oder was es ist für eine Linie, dann hast du eigentlich gar keine Chance. So ist es im Leben, muss man das hinnehmen. Wir wissen, wo wir stehen jetzt, ist ja ganz gut. Der erste Spiel auswärts gegen Oberliga-Mannschaft. Und das passt für uns, ist okay. Wir werden Stück für Stück daran arbeiten, dass wir unser Ziel, den vierten Platz, erreichen und schauen wir. Okay, danke schön für die Einschätzung. Daniel, bitte kurz deine Worte zum Spiel. Hallo, guten Abend von mir. Ich glaube, wir haben eigentlich sehr gut angefangen. Also, erst seit 10 Minuten waren wir mit 4 Reihen haben wir angefangen zu spielen. Wir waren beweglich. Wir haben 2 Tore geschossen. Eigentlich der Start ist gelaufen nach unserem Wunsch. Aber dann gerade diese 3 oder 4 Überzahl hintereinander haben uns wahrscheinlich irgendwie das nicht Genick gebrochen. Aber irgendwie hat uns das eingeschleppt und wir haben heute überhaupt nicht gut gespielt, Überzahl, egal welche Reihe, obwohl wir 2 Tore geschossen haben. Und das war das anscheinende Punkt, warum wir dann meiner Meinung nach weniger Tore geschossen haben. Ja. Auf der anderen Seite, Peißenberg, mich hat auch nicht überrascht. Wolferisch sehr gut, das Team gefällt mir schon seit 2 Jahren, arbeiten Schritt für Schritt. Und vom Laufen her können sie meiner Meinung nach auch unten in der Oberliga spielen. Ja. Aber wie sagen wir, diese ersten 2 Tore waren ein bisschen nach Scheibenverluste, leichtsinnige Fehler. Das haben wir halt genutzt und im Endeffekt 3 Punkte sind wichtig, weil wenn ich mir die anderen Ergebnisse anschaue, dann wird das wahrscheinlich auch nicht passieren für die anderen Organisten. Aber kurz zum Schluss, 3 Punkte zu Hause und jetzt muss man schauen am Sonntag, wo ist Training, wir müssen arbeiten auf unsere Sachen, welche haben uns heute nicht gefallen und wir werden dann sehen, wie das die nächste Spiele aussieht. Danke. Dankeschön erstmal an euch beide. Randy, ihr habt es in der Presse schon ein bisschen angekündigt, ihr wollt die Großen ärgern in der Oberliga mit viel Geschwindigkeit. Ich denke, das ist euch gut gelungen. Das war jetzt euer erstes Spiel gegen ein Oberliga-Team in einem Pflichtspiel. Wie siehst du den Unterschied zu den Bayernligisten aktuell? Ja, das war unser, was wir haben oder was wir können, ist mit Geschwindigkeit arbeiten und das haben wir teilweise im ersten Drittel hat ganz gut gemacht. Wir haben sehr gut Druck gemacht, wir haben ein paar gute Chancen gehabt, aber das gesehen, der erste Fehler, die Scheibe kommt tief in unser Drittel da. Der erste Mann greift eine Hochstelle hoch, weil die anderen versorgen sich aus irgendeinem Grund und passt aus der Ecke zu der nächsten und dann ist schon drin. Es ist, im Grunde genommen, es war 3 gegen 4 von unseren roten Trikots war da gestanden und haben keinen Mann genommen. Und das war der Unterschied des Tages, weil es gleich bestraft, wenn du machst einen kurzen Fehler. Und das war im Grunde genommen der erste 2 Tore, war der Fall. Nein, die anderen Tore waren eine Unterzahl. Wir haben gut gekämpft, wir haben 3 gegen 5 gut überstanden. Und das haben wir heuer. Da sind wir schon einen Schritt besser. Es ist auch klar, wenn du hast so viele Möglichkeiten, dass die Heid, Unterzahl zum Trainieren, ich sehe das positiv, es hilft uns in den nächsten Spielen, weil heute haben wir das sehr häufig trainieren dürfen, und dann schaue ich das positiv an. Okay, danke schön. Daniel, du hast es angesprochen, du hast den Eindruck gehabt, dass nach den Überzahlspielen ihr ein bisschen den Faden verloren habt. Ich
habe auch den Eindruck gehabt, dass ihr manchmal ein bisschen überrascht war von der Geschwindigkeit, mit der Peisenberg gekommen ist. Wir spielen grundsätzlich letzte Zeit ein bisschen langsam Überzahl oder wir hatten die Scheibe zu lange. Natürlich, wir schauen das an Videos, wir sagen das den Spielern. Gegen Schneider haben wir ein bisschen anders gemacht, haben wir zwei Tore geschossen, aber wie gesagt, heute war das katastrophal von beiden Reihen. Also, wenn jemand hat solche aggressives Zukommen wie zum Beispiel Peißenberg, das musst du das Ganze schlagen mit einem schnellen Pass, Überraschung Pass. Und wenn du das nicht machst und hältst du die Scheibe längere Zeit, dann natürlich spielt das zugunsten des Verteidigerteams. Ja. Aber wie gesagt, das könnte auch ein bisschen anders gehen. Peißenberg war schnell heute, euphorisch, das hat mich nicht überrascht. Ich weiß, dass die Jungs schnell spielen, aber hätten wir so gespielt heute zu Hause gegen Deggendorf oder so, dann kriegen wir heute 9 Tore hin. Weil diese Chancen, was hat Randy gesagt, da könnten wir wirklich 2-3 Tore bekommen und dann wäre das Spiel ein bisschen anders ausschauen. Also Gott sei Dank haben wir 3 Punkte geholt und wie meine Kollegen von Oberliga gegen uns haben immer gesagt, wenn sie einfach um ein Tor gegen uns gewonnen, auch solche Spiele musst du gewonnen. Diesen Satz habe ich dieses Jahr lange gehört oder oft gehört in Landshut, in Deggendorf, immer auch solche Spiele musst du gewonnen. Also wir haben das Spiel um 3 Tore gewonnen und natürlich verstehe ich auch nicht, dass wenn du hast 2 Überzahl und 9 Unterzahl, aber wir haben das gleiche auch in Oberliga gehabt. Also das können wir irgendwie schwer beeinflussen, wie die Schiedsrichter pfeifen. Dann nochmal danke an euch beiden. Ich habe noch ein paar Ergebnisse aus den anderen Zwischenrundenspielen. Schönheide gegen Pegnitz, wir haben es gehört, Endstand 3-0. Memmingen gegen Dorfen 7-1, das ist unsere Gruppe. Und dann haben wir in der anderen Gruppe Lindau gegen Landsberg 7-5. Hier sieht man aber auch zum einen sehr torreiches, aber auch knappes Spiel. Genauso knapp oder noch knapper Waldkreiburg gegen Miesbach 5-4 nach Verlängerung. Und dann haben wir noch Ehring gegen Buchlohe 5-2. Zuschauerzahl war heute übrigens 522. Bei uns geht es weiter am Sonntag in Dorfen und dann ist am nächsten Sonntag um 18 Uhr das nächste Heimspiel, dann zum Frankenderby gegen Pegnitz. Ich denke, da freuen wir uns schon alle drauf. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, euch einen guten Nachhauseweg, viel Erfolg weiterhin. Wir sehen uns im Rückspiel nochmal, das wird garantiert wieder spannend. Es sind immer schöne Begegnungen gegen euch. Und dann, schönen Abend noch und bis bald. Tschüss.